So. Noch einen. Ah, ein Tier zum Retten irgendwie. Grr. So haben wir das, alle Quests gelöst hier. So wie das scheint, wir können nochmal einmal durchs Dorf gehen. So. Gehen wir einmal durchs Dorf. Und scheinbar haben wir alle hier gelöst. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Die nächsten Quests kommen noch. Okay. Dann hätten wir das. So, wechseln wir zum Barbaren. Also das Balancing ist sehr, sehr schlecht bei Regner. Barbaren am Anfang nur plus in Ding, non plus ultra und später gar nichts mehr irgendwie, wenn man halt einfach nicht an die Gegner rankommt, an die Spieler. Dafür ist der Mage, der Hexenmeister sehr gut und der Schütze sehr gut spät, haben aber im Leveln extreme Nachteile. Ja. Wie ihr seht, habe ich von dem noch keine Quests gemacht. Das ist der Farm-Charakter, der farmt nur, kloppt nur Monster. Und diese hier seht ihr, wie viel gelbe Items ich genau Ding. Also ich habe noch natürlich noch viel mehr gefunden. Hier seht ihr zum Beispiel ein paar Items, die ich dann ausrüsten kann. Bei den anderen ja, Magnetstück habe ich neun gefunden. Ja. Ja, den habe ich jetzt auf Speer, weil der Speer sehr gut war. Speer ist geskillt. Da greift es einfach mit der Waffe an. Hm, 313 schon an diesem Monster. Gut, dann passt das schwer. Ja, hab ich keine Chance. Der Anführer habe ich angegriffen. Etwas Gutes. Sehr schön. Seht, ich finde sehr viel mit dem Barbaren. Mit Magier habe ich nie so viel gefunden. Nichts richtig Gutes. Hat er sehr viel Glück. Ha.
Greifen geben irgendwie nichts. Gehen wir lieber zu den Lucien. Die sind grün. Da levelt man nicht so schnell. Und Absturz. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. So, ich habe den Hexer ein bisschen gelevelt, jetzt haben wir neue Quests und können die annehmen. Außerdem habe ich ein paar Skates geskate. Dazu Faulheit, macht die Gegner schwächer. Und Drachenblut, das ist aber passiv. So. Wo haben wir hier noch? Schon alle Quests? Ich dachte, man kann durchleveln. Irgendwie fehlen sehr viele Quests hier in Alisios, die es in Cetis zu Genüge gibt. Oder habe ich irgendwie eine Stadt noch nicht entdeckt, wo... komisch. Guter Bücherregal, sehr gut. Sieht man die Bücher sehr gut. Irgendwie ist alles extrem unfertig. Da habe ich nur das Gefühl, also... komisch, also... Hier hinten dran. Okay, wo ist denn die Quest? Ja? Wo ist die? Questziel. Hier drinnen. Das ist der Brunnen in der Mitte. Hier oben vielleicht. Nö. Mit Heizofen. Wo ist denn Heizofen? Da oben. Da oben ist hier noch einer. Ja. Gut, haben wir die Rattenplage auch erledigt. Und können die Quest auch schon abgeben. Aha, geht noch weiter. Nächsten Rattenplagen töten. Ah, hier ist noch eine Quest. Sagt mir doch das. So. Dankeschön für den Lob. Jetzt gehen wir zum Questgeber hier. Und müssen irgendwas holen. Bier mit seltsamer Flüssigkeit geben. Okay.
wir können ja den Hund beschwören wieder. So, oder die Katze. Hier drüben. Ach, hier oben. Genau. Hier. Genau hier drin. Der ist der Schmied, der hat Magnetwaffen-Quest. Es muss irgendwo hier sein. Geht hier auch eine Treppe nach oben? Ja. Gut. Haben wir das. Jetzt muss ich zum Khaled und zum Herulf Hang und Frettchen töten bei einer Quest, und bei der anderen habe ich jetzt nicht gelesen. Schön, dass ich hier abgestürzt bin. Und nochmals. Yeah. Ich schau mal nicht auf den Weg. Ich will nur Abkürzungen machen. Boah, ich kann nicht pfeifen. Toll, wie komme ich jetzt dorthin? Ah, in die andere Richtung, stimmt ja. Schon was. Habe ich jetzt die Dinge nicht in die... Ah doch, habe ich. Schwächen der Faulheit. Das ist Waffenschaden. Hat das Wirkung auf Frettchen? Ich muss gar nicht zum Frettchen, ich muss hier hoch. So, hier hin. Jetzt muss ich wieder hoch. Und dann runter in den Süden. So. Gehen wir also hoch wieder.